Kann ich hoch? Dann lande ich bei einem Schotterstein. Siegel alle Objekte und Techs versiegelt. Fehl. Trifft nicht. Trifft auch nicht. Treffen alle nicht. Jetzt trifft er. Durch den Nebel sehen die anscheinend gar nichts. Die treffen kaum. Guckt euch das an. Ja. Oder Chrono haut einfach mal einen rein. Oder es war einfach nur Zufall. Ohne Schaden. Ohne Witz jetzt. Die scheinen echt schlechter zu treffen. Bei dem ganzen Nebel. Daneben, Alter. Du sollst nicht auf Chrono schießen. Es sei denn, es hilft dir, den Gegner zu treffen. Dann kannst du gerne auf Chrono schießen. Solange du Chrono dabei nicht triffst. Er rennt weg. Ach so, das war das Viech. Höchstwahrscheinlich. Im Blinge? Bantam. Zack, drauf. Machst du Schaden? Eigentlich nicht. Also, gut EP sammeln. Und gut aufpassen, denn hier kommt Frog. Und trifft kritisch. So wie es sein sollte. Einmal mit Eis. Purpurregen. Oh, das hört sich nicht nach Purpurregen an. Na egal. Der Nebel ist weg. Hat er gerade den Nebel aufgehoben? Friere erstmal ein. Nein, sah nur so aus. Durch Eis. Geh down. Einmal auf den nächsten. Bantam. Klatsch. Und nochmal. Da ist der nächste. Einmal Attacke. Nochmal Attacke. Und zack. Und nochmal Stein im. Und das gibt 696 EP. Gold Frog mit dem Level Up. Vielen, vielen Dank. Noch mehr Ketten. So, da kommen wir hier hin. Die ist abgebrochen. Das heißt, da kommen wir nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Da geht's nur runter. Da müssen wir hoch. Denke ich mal. Nein, eher kommen hier noch ein paar Bantams. Und Attacke. Was sagt eigentlich die Uhr? Ich habe keine Uhr. Ich hoffe, ich habe nicht das Mikrofon gezogen oder euch extrem in der Lautstärke gestört. Doch, tut's mir leid. Halt. Naja, ein bisschen Zeit ist noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Vor allem, du solltest gleich den Frog heilen. Oder gleich müssen alle durchheilen, wenn wir schon mal dabei sind. So, und weiter attackieren. Kraft für Frog. Das ist, glaube ich, selbstredend. Und nächste Attacke. Zack. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für einen epischen Cut. Und ich heiße wirklich willkommen zurück zum nächsten Part Chrono Trigger, der schon längst angefangen hat, vor 10 Minuten ungefähr. Aber was soll's? Schätze ich mal. Chrono mit dem nächsten Level Up, sehr schön. So soll es laufen. Da geht die nächste Kette, da kommen wir hoch. Oh, Stein! So, Schotter. Siegel. Alle Objekte und Techs können wir nicht nutzen, sondern müssen einfach nur angreifen. Und hoffentlich auch treffen. Treffen, sagte ich. Chrono. Genau so macht man's. Dankeschön. Frog. Ach, so geht's doch nicht. Chrono zeigt dir mal, wie das geht. Ja, so genau geht's nicht, Mann. Och, Mann, ihr müsst doch nur einen Stein treffen. Kann doch nicht so schwer sein. Dann aber ein ganz schön flinker Stein zu sein. Oder ein kleiner. Was weiß ich. Du hast den noch genau getroffen. Hab's doch genau gesehen. Chrono macht's richtig. Seht ihr? Chrono kann's. Und Chrono sammelt dadurch 1000 Erfahrungspunkte und 100 Tech-Punkte. Da geht's nicht lang. Müssen wir da rum. Ist hier irgendwas? Oh! Gargoyles! Gargoyles!
gucken wir mal, was die können. Zack. Nicht viel. Gehen einfach so down. Mit zwei Schlägen. Oder einem kritischen von Krone. Auch gut. 400 Erfahrungspunkte. Geht schnell. Speicherpunkt. Den nehme ich noch mit und wir machen weiter. Ein bisschen. Gucken wir mal, was hier gibt. Eine Truhe. Wollte ich sagen, aber dann kommen erstmal Gargoyles. So, Gargoyle Nummer 1 geht down. Das sind aber auch 800 EP. Können definitiv nicht schaden. Und Male trifft kritisch. Reichen auch 300 KP gegen den Gargoyle? Jawohl, tun sie. Alles klar, gut zu wissen. Wer den jetzt mit Kugel beworfen? Naja, was soll's. Nächste Attacke Chrono. Nächste Attacke Frog. Zack. Und nochmal. Ich glaube, 270 reichen nicht. Doch, reichen auch. Nur so schnell bekommt man 800 Erfahrungspunkte, meine Leute. Jetzt hätte ich gerne eine Barriere. Oh, ist das... Naja, da kommen wir nicht lang. Dann müssen wir wohl über einen dieser Ketten gehen. Gehen wir mal... Nein, da geht's nicht rüber. Also würde ich gerne darüber gehen. Ansonsten kommen noch ein paar Gargoyles und Bantams. Erstmal den Gargoyle. Den Gargoyle sollten wir relativ einfach platt bekommen. Zack. Genau so. Das wollte ich jetzt gar nicht. Egal. Eis. Und... Zing! 200. Na, immerhin. Und dadurch bleibt nur noch der kleine Stein. Den wir jetzt mit ein paar Schlägen geschickt auseinandernehmen. Während Male sich bitte heilt bei der nächsten Gelegenheit. Au! Sauber, Frog. Nächste Attacke Chrono und einmal selbst heilen. Sehr wichtig. Und danke. So, Chrono und Frog nochmal drauf. Dann sollten wir zumindest den Stein, der jetzt alleine ist, platt bekommen. Nein, tun wir nicht. Na gut. Machen wir es nochmal. Der hüpft ein bisschen und fällt um. Danke. 900 EP, so schnell kann es gehen. Male und Frog mit dem nächsten Level ab. So schnell geht's. Das wird gut vorankommen. Hey, ein Stein. Ein bisschen Schotter. Während alle Objekte und Techs versiegelt sind und wir mal wieder treffen wie nichts. Danke, Chrono. Frog trifft nicht, Male trifft bestimmt auch nicht. Jawohl, schießt er Chrono an. Und Chrono macht's richtig. Den stört das überhaupt nicht. Ist ja gefühlt wie bei Dragon Quest 8, wo sämtliche Flüche alle möglichen treffen können, nur der Held ist gegen alle Flüche immun. Aber auch Chrono trifft hier manchmal nicht. Die anderen treffen aber gar nicht. Die anderen treffen gar nicht und Chrono macht's richtig. Holt die 1000 EP, die Techpunkte, die Ethermet, das Ethermet. Magnetfest. Auf Schild? Attacke, Ausdauer, Magie. Geldbeutel, Erfahrung wird zu Geld. 50%. Oh! Das ist cool! Die Magnetweste ist sogar noch besser. Ein Konterband. So, da gibt es nichts Besseres. Die Felsenweste ist nicht besser. Den kannst du nicht tragen. Goldnadel ist klar mit MP-Verbot. Masamune erklärt sich von selbst. Der Panzer. Und das Heldenamulett ist für kritische Treffer. Alles klar. Wozu ist das Schild? Ich schätze mal, dass man das zaubern kann. Ach, ich bin nur doof. Da oben geht's. Hoch? Oh, da komme ich hoch. Sehr schön.
Wie komme ich hier weiter? Ich jetzt mal da rum. Hier geht's nicht lang, sondern da hoch. Oder da. Weißt du was hier? Sieht nicht so aus. Also da hoch. Manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, aber das war wohl Rollenspiel der 90er. Das war wohl relativ üblich. Gucken wir mal, ob Chrono ein bisschen kontern kann. Mal zeigen darf, wie der Konter so aussieht. Geschwindigkeit hat er ja genug. Jawohl, Konter! One-Hit-KO. Stark. So macht man's, Chrono. Nochmal mit Eis drauf. Mal alle. Und danke. Oh, ich bin jetzt gerade ein bisschen leiser geworden. Sorry dafür, weil ich mich ein bisschen abseits gesetzt habe. Aber das dürfte nicht stören. Vor allem, wenn Chrono so schöne kritische Treffer landet. Auch wenn die Musik unerklärlich laut ist manchmal. Chrono mit dem nächsten Level up. Dankeschön. Darf ich jetzt wissen, was in der Truhe ist? Ein Lapis. Gut. Jetzt da hoch. Und Steinimps und Gargoyles. Bam. Na, wenn's nicht mehr ist. Wenn's nicht mehr ist. Machen wir das doch so. So, gucken, ob was du eigentlich vom Eis hältst. Ich weiß zwar nicht, ob du wirklich was davon hältst. 270. Nice. Oh, reicht sogar. Ist ja gut. Steinimp, einmal abwerfen. Steinimp, weil du mit Stein wirfst oder weil du aus Stein besser nicht nachdenken. Ich glaube eher mit Stein werfen. Ist sinnvoller. Konter! Sauber, Chrono. Frog macht den Rest. Und das dürfte das nächste Level für irgendwen sein, oder? 680. Frog lernt Wasser 2, doppelte Gletscher. Dadurch, dass du jetzt Wasser 2 kannst. Oh, ich fühle mich wie bei Pokémon, wo man über die Dinger springen kann. Ist hier aber nicht der Fall. Ich will weitergehen und was passiert? Es kommt einer offen. Bantams. Und Gargoyles. So. Chrono hauen kannst du gerne. Der kontert dich aus. Und greift dann nochmal an. Zack. Kritisch. Und tschüss. Nicht ganz. Schade. So, ab auf den Gargoyle. Die geben ja einen Tonnen von EP, Mensch. Muss ich sagen. 280 und tschüss. Purpurregen. Oh, ich sehe gerade, Chrono könnte auch einiges an Heilung gebrauchen. Hoffentlich wird er nicht nochmal angegriffen währenddessen. Bevor hier die nächste Heilung kommt. Kritisch. So, die Heilung ist schon mal da. Das ist sehr schön. Chrono ist fit. Und nächste Attacke. Reicht nicht. Wie geil wäre es eigentlich, zwei Accessoires zu tragen? Das wäre awesome. Aber, naja. Kombo-Tech. LP wird 1. Okay. Das ist fies. Danke, das reicht schon mal. 1000 Erfahrungspunkte, 700 Gold. Und dann einmal voll machen. Da gibt's nichts, also gehen wir hier hoch oder runter in dem Fall. Man erkennt's nicht gut. Oh, Stein! Komm her! Du Schotter! Siegel! Wir können keine Techs benutzen. Egal. Chrono. Ob das am Tempo liegt? Brock trifft auch nicht. Male trifft. Sehr schön. Komm, Chrono. Zeig ihm, wie es geht. Ob das durch den Gürtel liegt? Der Gürtel hat mir Glück gebracht? Offenbar nicht. So. Male. Schießt auch daneben. Komm, Brock. Zeig ihm, wie es geht. Noch so einen kritischen. Nein, so geht's nicht. Chrono. Danke. Geht doch. Jetzt aber ein Level-Up für irgendwen. Male und Frog. Matt, ist Chrono schon so hoch? Chrono 29, Male 29, Frog 28.
Bruno, Stufe 30 wartet. Los, was ist mit Stufe 30? Ja, ich hab eine Idee. Gewitter 2! Und Randale! Wuhu! Dankeschön! Und kein Level-Up für Chrono. Schade. Eine Barriere. Jetzt geht's hier hoch. Und wir sind immer noch nicht am Ziel. Ein Lapis und... Was seid ihr denn? Ich will's gar nicht wissen. Das Erste. Ihr seid so blöd. Oh, das ist mir jetzt so blöd. Ich mach euch auch... Ups, das war gar nicht die Idee. Sorry. Ich mach euch auch ohne Blitz oder Gewitterblatt. Euch besiege ich auch ohne Zauber. Und wenn du mir dabei erstmal 350 Schaden machen musst, ist das gut so. Denn das stört mich nicht. Da stehe ich drüber. So, 600. Dankeschön. Noch mehr EP. Was ist da drin? Ein Äther. Dankeschön. Einmal voll heilen, bitte. Was ist da drin? Eine Barriere. Ach, so, dann geht's jetzt da hoch, ne? Aber vorher geht es gegen die ganzen Menschenfresser. Die wir mit Gewitter 2 sicherlich auch ein bisschen stören können. Sturm Chaos macht keinen Schaden, außer dass er den verwirrt. Ausgerechnet dann, wenn er mit Gewitter draufhauen will. Und beim Male genauso. Außerdem Heilung für alle und komplette Eskalation, da auch Brock verwirrt ist und keiner mehr weiß, was es zu... Brock ist nicht verwirrt. Sehr schön. Brock kriegt immerhin einen Down, Leute. Sehr schön. Chrono aus der Verwirrung geholt. Beim Male einfach mal ausrastet und Chrono denkt, hey, ich kann ja auch ausrasten. Und denkt, ich kann nochmal ausrasten, weil er nochmal verwirrt ist. Ach, ist das komisch. Während Menschenfresser, die wollen uns hier auch veralbern. Chrono kriegt Schaden und ist wieder fit oder auch nicht. Male trifft kritisch, macht aber 0, keinen Schaden. Chrono trifft nicht und Frog muss alles regeln. Der Frosch kriegt's halt hin. Sturm und Chrono ist immer noch verwirrt. Daneben. So. Au, das war Frogmensch. Der haut dir gerade die Menschenfresser für dich platt. Sei mal respektvoll. Sturm für Male. Immer noch verwirrt. Chrono. Haut Male. Na, immerhin die richtige. Dass du wenigstens nicht mehr verwirrt. Aber stört nicht, da Frog sowieso regelt. Das ist 1000 Erfahrungspunkte. Chrono Level 30. Na, endlich. So, jetzt geht's hier hoch. Da sind noch mehr Menschenfresser. Da ist eine Treppe. Wir sind immer noch nicht oben. Und da ist ein Stein. Beziehungsweise der Schotter. Der wieder alles versiegelt. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, willkommen zum nächsten Part Chrono Trigger. Ja, der letzte Part. Oh, jetzt einfach mal spontan beendet. Mal gucken. Vielleicht kriege ich die auch in 2 Parts hin. Ich weiß es nicht genau. Aber ich schätze mal, dass das wieder 3 Parts werden, dass ich ab 7 Uhr los bin. Jawohl, Frog macht's richtig. Geht down. 1000 Erfahrungspunkte, Techpunkte, Ethermet, Male lernt Kraft 2. Oh, das ist natürlich ultra nice. Mal gucken, was gibt's hier oben? Die Kette, die führt mich zu verborgenen Schätzen und 3 Gargoyles. Na, wenn's nicht mehr ist. Frog haut den platt, wenn Male da drauf geht. Danke. So, Chrono. Trifft kritisch. Schade. Kombo-Tech, das heißt. Aua. Males LP sind schon bei 1. Danke. Frog einmal. Einmal selbst heilen. Zack. Selbstheilungskräfte aktiviert. Gut, dass wir so viel MP haben. Oder eher die Sachen nur ein Viertel der MP kosten. Und damit meine ich wirklich ein Viertel. Speicherpunkt. Wir gehen
besser mal erst den anderen Weg. Denn da sind zwei Truhen und ein Haufen Gegner. Ist da was? Doch bitte nicht. Verdammt. Dabei wollte ich gerade mit Blitz alle auseinandernehmen. Aber was soll's? Meinetwegen regelt auch Frog erstmal ein bisschen. Dann kümmern wir uns anders darum, während wir ein bisschen mit Stein werfen. Achso, Chrono hat gerade einfach nur gekontert. Deswegen war der Angriff durch. Danke, der ist down. Bevor wir speichern, möchte ich mal sehen, was wir hier haben. Verwirrung für Chrono, sehr schön. Und ein Konter! Hui! Sauber, Chrono. Und Brock rastet auch nochmal aus. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr nice. Chrono darf auch nochmal und dann war's das. Auch nochmal kritisch! Jawoll! Ganz zum Schluss des Parts regen sie sich nochmal alle auf. Und Male und Frog. Dankeschön. Level up. Na, das ist doch mal ein schönes Schild. Plus war Schild mit Unterkunft. Nun, dann dürfte aber auch wirklich genug für heute sein. Denn, wie gesagt. Gucken. Okay. Ja, dann. Gucken wir uns im nächsten Part hier um. Setze ich noch ein Safe State, nur um sicher zu gehen. Sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Chrono Trigger. Haut rein und wir sind immer noch nicht auf diesem Berg. Ciao!